Ibn Abbas erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, wer am Freitag, während Freitag predigt, redet, während der Imam predigt, dann ist diese Person wie ein Esel, der Sachen auf sich trägt. Und derjenige, der dem anderen sagt, sei leise, dann hat kein Jumu'ah. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed. Aber dies ist schwach, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aber dies, den letzten Satz, wenn du jemandem sagst, sei leise, dann hast du kein Jumu'ah mehr. Da gibt es dafür eine Überlieferung bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Al-Bukhari und Muslim. Und zwar, barakallahu fikum, von Ibn Abbas, Ridwanullah alayhi, von Abi Huraira, Entschuldigung. Von Abi Huraira, Ridwanullah alayhi, zum Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, wenn du deinen Nebensitzenden sagst, sei leise, während Freitag predigt, während der Imam predigt, dann hast du Unnötiges gemacht oder gesagt. Und in einer anderen Überlieferung, wenn du während der Jumu'ah Unnötiges sagst oder machst, dann hast du kein Jumu'ah. Dann hast du kein Jumu'ah mehr. Okay. Oder wenn du mit Steinchen spielst, während der Imam redet, dann hast du auch kein Jumu'ah mehr. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das geht darum, wenn der Imam redet, predigt, während Jumu'ah, das wird am Freitag. Was ist meine Pflicht als Muslim, der dort sitzt? Ich muss still sein, nicht reden, auch wenn jemand redet. Und das ist wichtig. Wenn jemand redet, ich darf ihm nicht sagen, sei leise. Obwohl, sei leise oder du darfst nicht reden, das ist was Gutes. Du gebietest das Gute, verbietest das Schlechte. Aber trotzdem darfst du nicht. Weil, wenn jetzt ein paar Leute hier reden, ein paar Leute hier reden und jeder dem anderen sagt, sei leise, sei leise, sei leise, dann wird alles durcheinander sein und die Leute werden nicht mehr zuhören. Deshalb ist es Konsens. Wie eben Abdelbar gesagt, barakallahu fikum, das Zuhören während Freitagsrede ist Pflicht. Und das ist Konsens. Einige Gelehrten haben gesagt, es gibt Unterschied zwischen demjenigen, der das zuhört, und derjenige, der das überhaupt nicht hört. Das wird vielleicht, bist du draußen oder bist du weit und hörst. Aber eigentlich, barakallahu fikum, man muss zuhören und man muss still sitzen und den Imam betrachten, was der Imam sagt, damit man auch Einsicht bekommt. Das ist während Freitag Predigt. Aber wir wissen, dass Freitag Predigt aus zwei Reden besteht. Das wird die erste Rede und dann macht der Imam Pause. Das ist nur Pause jetzt, dass der Imam sitzt, einatmet und aufsteht. Währenddessen, das wird, wenn der Imam Pause macht, dann darf man was sagen hier. Das heißt theoretisch jetzt, du hast jemanden während der ersten Rede gesehen, dass er die ganze Zeit redet und dass er nicht still ist. Dann kannst du in der Pause, während der Imam sitzt, du sagst ihm, Achi, während Jumu'ah darf man nicht viel reden. Und danach hast du das Gute gemacht. Danach steht der Imam, der fängt an und dann hörst du auch zu. Und dazu gehört auch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt und dass man auch kein Koran liest, während der Imam Rede hält. Weil einige gesagt haben, ja, der Prophet sagte, wenn du jemanden sagst, sei leise oder sei still. Und das ist kein Koran. Aber wenn man Koran oder Allah erwähnt, dann kein Problem. Eigentlich nicht. Und so, barakallahu fikum, die meisten überhaupt Gelehrten der Umma meinen, da muss man zuhören, während der Imam redet. Und da sollte man still sein. Da sollte man auch nicht mit den anderen redet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.